Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück mit einer ganz frischen Tasse Kaffee zu Mass Effect in der Legendary Edition. Du musst mal ein Stückchen nehmen, du, warte mal. Ah, ich will es ja nicht verschweigen. Ich hatte ja ein bisschen in die Zukunft vorproduziert und mich ein bisschen drauf ausgeruht, bis jetzt tatsächlich die Folgen ausgegangen sind. Deswegen ist es ein bisschen her, dass ich gespielt habe, aber ich erinnere mich noch. Wir waren zurück auf der Citadel und ich bin durch Zufall mal irgendwie hier in die Kneipe reingelatscht, die ich bis jetzt schmerzlich ignoriert habe. Und wir waren gerade dabei, uns ein bisschen durch die Gegend zu quatschen. Und das machen wir auch mal weiter, würde ich sagen. Das ist die gute Rida. Guten Tag. Ich bin gerade sehr beschäftigt. Was kann ich für Sie tun? Wirkt so, als hätten Sie ein bisschen Probleme. Kann ich da vielleicht irgendwie helfen, behilflich sein oder so? Wir sind immer im Einsatz für das Gute. Wissen Sie Bescheid. Was haben Sie mit dem Volus besprochen? Mit Doran? Ich habe ihn nur etwas wegen meiner Schwester gefragt. Sie hat für Doran gearbeitet, bevor sie... Ich wollte sie nicht mit meinen Problemen langweilen. Ist ja schon gut. Wir hören uns mal gerne Geschichten an. Sprechen Sie weiter. Ich möchte hören, was Sie zu sagen haben. Gut, okay. Meine Schwester hat hier gekündigt, um in Koras Nest zu arbeiten. Das Problem ist, dass sie als Informantin für die Zitadell-Sicherheit arbeitet. Sie wissen schon, die Leute dort ein bisschen aushorchen. Wenn sie herausfinden, was sie da tut, werden sie sie töten. Ist sie in solcher Gefahr? Die Zitadell-Sicherheit wird sie doch beschützen. Sie können nicht immer auf sie aufpassen. Ich weiß nicht. Manchmal glaube ich, sie bleibt nur da, um mich zu ärgern. Zitadell-Sicherheit schon informiert? Kennen Sie Ihren Kontaktmann bei der Zitadell-Sicherheit? Nein. Das ist alles streng geheim. Nein. Das letzte Mal sagte man mir, ich soll mich raushalten, um Jenna nicht zu gefährden. Ich werde mal mit ihr reden, ne? Vielleicht kann ich ihr klar machen, wie gefährlich Koras Nest ist. Würden Sie das? Das wäre toll. Aber sagen Sie ihr nicht, dass ich sie schicke. Ich sollte wieder an die Arbeit gehen, sonst kriege ich noch Ärger. Jo, mach Danke. Das mal, ne? Sagen Sie ihr nicht, dass ich sie schicke, als wenn sie das nicht merken würde. Taucht da plötzlich zufälligerweise jemand aus. Sag mal, hey, moin. Ich wollte mal hier einen Drink haben. Und übrigens wollte ich dir erklären, wie scheiße es hier in Koras Nest ist und wie gefährlich, ne? Reden wir erstmal mit Doran. Willkommen im Flux. Ich bin Doran. Was kann ich für Sie tun? Ja, was ist denn das Flux jetzt so genau? Ist das ein Casino? Ja, unter anderem. Mhm. Wir haben oben einige Quasartische, falls Sie interessiert sind. Oh, vielleicht später mal. Rita und Jenna. Was können Sie mir über die Schwestern sagen, die für Sie arbeiten? Nun, Jenna ist weg und arbeitet jetzt in Koras Nest. Jetzt macht sich ihre Schwester Rita Sorgen, dass sie in Gefahr sein könnte. Aber Jenna wird kaum ihre Meinung ändern. Sie ist ziemlich dickköpfig. Wenn sie zurückkommen will, ist sie herzlich willkommen. Die Kunden liebten sie. Okay. Gehört Ihnen dieser Laden hier, oder wie sieht das aus? Sind Sie der Besitzer? Besitzer, Koch und Barkeeper. Ab und zu tanze ich auch, wenn es mich überkommt. Wir haben oben einige Quasartische, falls Sie interessiert sind. Direkt wieder Werbung machen, ne? Gehen Sie doch mal eben nach oben. Spielen Sie doch ein bisschen. Auf Wiedersehen. Gut. Viel Spaß hier im Flux. Ja, danke. Ich schaue mich mal ein bisschen um. So groß ist der Laden hier, nicht? Aber man kann ja trotzdem mal ein bisschen schnacken. Ne? Guten Tag. Bei euch alles noch gut? Ja, ne? Hier auch alles noch entspannt. Niemand zum Quatschen. Da habe ich was anderes gehört. Ja? Was genau hast du gehört? Zweifellos weitere Gerüchte über seltsame Metallkreaturen mit echter KI. Ja. Aber es gibt noch mehr. Gibt es doch immer. Ich hörte, es gäbe eine Verbindung zwischen Ihnen und einem abtrünnigen Spectre. Nicht das schon wieder. Warum ist das so unglaublich? Ist ja auch egal. Erwarten Sie einfach nicht, dass wir es auch glauben. Die Gerüchteküche brodelt bereits. So, guten Tag, Türsteher. Hey, schön hier noch einen Menschen zu sehen. Naja, sind hinten gar keine? Da sind doch noch ein paar. So, gehen wir mal nach oben. Da haben wir noch so einen Gast, der hier neugierig guckt. Ich guck mal nur die tanzenden Leute an. Ich warte auf jemand anderes. Ja, ja. Dann warten wir schön weiter mit den Glubschaugen auf die Tanzfläche, nicht wahr? So, sonst noch jemand hier? Was geht denn hier noch so ab? Hier wird gedaddelt, da ist ein kleines Casino. Zack. Ach, hier können wir spielen. Quasar, 200 Credits spielen. Kommen Sie so nah wie möglich an 20 heran, ohne darüber hinwegzuschießen. Auszahlung? Okay, nee, ich habe keinen Bock. Also das Glücksspiel ist jetzt nicht so meine Welt, muss ich gestehen, aber schön, dass es geht. Kann ich hier auch einfach nur spielen? Ja, okay. Guten Tag. Eben den Keeper gescannt. Verdächtiges Spieleterminal. Ich glaube, die Maschine wurde manipuliert.
Jemand transferiert Credits auf ein privates Konto. Ich werde versuchen, das Signal zu orten. Liara dabei zu haben, hat sich schon mal ausgezahlt. Die Gute ist technisch nämlich ein bisschen versiert. Da läuft hier auch mal was. So, Niedrigeinsatz-Quasar. Ach guck mal, hier sind so 20 Credits. Da können wir mal eine Runde spielen, ne? Wir müssen versuchen, so nah wie möglich an die 20 zu kommen. Okay. Ja, 4 bis 7 hinzufügen würde ich mal machen. Oh, 1 bis 8 geht auf jeden Fall. Komm, Gönnung. 12. Da sind wir nochmal mutig. Jawohl, und auszahlen. Möchten Sie noch einmal um 20 Credits spielen? Nee, einmal hat gereicht. Ich wollte nur mal gucken, wie das so ist, ne? War doch ganz, ganz witzig. Komm, einmal nochmal mit dem hohen Einsatz. Komm, Könnung, jetzt machen wir es doch. Komm, jetzt machen wir es ja doch, weißt du? Ich hab mich angefixt, so. Ein bisschen um Geld spielen, ne? Los geht's. Ah, fügt man hinzu, ne? Noch geht's. Ah, jetzt könnte es knapp werden. 4 bis 7. 50-50 Chance. Hier sind die Chancen höher. Aber auch höher, dass wir verkacken. Jetzt gibt es 50 Credits. Ach, scheiß drauf. Komm, wir probieren mal unser Glück. Jawoll! Das lief doch, oder was? So, alles klar. Man muss auch mal was riskieren, ne? Gut, jetzt haben wir auch wirklich genug Glücksspiel gespielt. Wenn man so einen guten Lauf hat, man muss wissen, wann man aufhören muss, ne? Okay, jetzt sind wir hier durch. Dann lass mal eben schauen. Journal. Citadel. Signalortung. Signalordnern. Das Signal scheint aus dem Bezirkszugangskorridor zu kommen. Bezirkszugangskorridor. Lass mal eben das Signal verfolgen. Ups. Was ist denn der Bezirkszugangskorridor? Da ist etwas. Signalquelle. Na denn, mein Hinder. Das ist ja direkt sogar hier. Wir müssen nur nach oben. Oh, gehen wir mal zum Bezirkszugangskorridor. Hupala. Ich bin mal gespannt, wie oft mir das noch passiert, dass ich mal die Waffe rausziehe, ne? Obwohl ich es nicht will. Zack, Türchen öffnen. Nabend. So. Guten Tag. Lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Wenn es lädt, dann muss man immer total warten. Was ist das jetzt? Zum Präsidium? Zur Akademie? Ins Flux? Zu den unteren Bezirken. Okay. Hier lang, dann in die Gasse und dann zu den unteren Bezirken. Werde ich schon irgendwie finden. Okay, auch doch nicht. Hier geht's ja in die Klinik, oder nicht? Und schon bin ich wieder in Gänze verwirrt, weißt du? Das war doch die Klinik. Nee, hier muss man nicht hin. Ich bin verwirrt. Orientierung vom Feinsten. Ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, wenn wir heute wieder nicht so viel Progress machen, weil ich zu doof bin. Gasse. Hier entlang. Darum. Hier muss es weitergehen. Ja, wir können durch die oberen Märkte gehen. Alles gut, wir schaffen das. Leute, man muss einfach auch mal ein bisschen Vertrauen... Ah, Alter. Vertrauen haben. Ich und diese Waffe. Einmal ein bisschen zu doll auf die linke Maustaste gehauen. Zack. Schon hast du sie gezogen, ne? Oh, sicher kann ich das zurücknehmen. Hab ich den schon... Danke. Hat von Anfang an nicht richtig funktioniert. Sein Zeug nehmen Sie zurück. Ich wollte es gerade sagen. Es wird auf Ihrem Konto gut geschrieben. Sie haben es getan. Sie haben ihm das Geld erstattet. Ich sage Ihnen, dass ich das hier gekauft habe. Warum nehmen Sie es nicht zurück? Ich kann es erst zurücknehmen, wenn... ich weiß, wenn ich eine Quittung vorzeige. Ja, ich habe das Gefühl, er ist nicht so ganz den Menschen wohlgesonnen, ne? Bei seinesgleichen, ja, kein Problem, du, nimm mich sofort zurück, ist gar kein Ding, du. Ne? Kohle kriegst aufs Konto, kriegst sogar noch einen kleinen Bonus für die Unannehmlichkeiten.
Moin. Oh, du bist aber süß, du. Okay, jetzt gehen wir da rein. Das scheint der richtige Weg zu sein. Das ist der Weg der Wege. So, jetzt sind wir in diesen Gassen. Koras Nest, ja scheiße. Gut, dann gehen wir zu Koras Nest. Ist zwar die andere Quest, aber das macht auch nichts. Ich finde die Gänge nicht, obwohl ich sie auf der Karte schon gesehen hatte. Ich schaff das aber. Einmal eben nebenbei auf die Uhr geguckt, ne? Zack, gleich gegen die Wand gelatscht. So, wer ist denn hier die Person des Begehrens? Da ist doch Jenna. Ich speichere mal zwischen, ihr kennt das ja. Ein bisschen, oh, warte, gibt es so einen Quick Save, ne? Alles klar. Hey, ich bin sofort bei Ihnen. Okay. Ich werde hier warten. Warum habe ich das Gefühl, dass Sie nicht hier sind, um zu trinken? Es geht ganz schnell. Ich muss mit Ihnen über Ihre Arbeit für die Zitadellsicherheit reden. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Wenn Sie nichts dagegen haben, kümmere ich mich jetzt um meine Kunden. Seien Sie nicht dumm. Das ist kein Spiel, Jenna. Diese Leute sind gefährlich. Jetzt klingen Sie wie meine Schwester. Warum machen sich alle Sorgen um mich? Ich kann auf mich aufpassen. Ich muss gehen. Ich bin keine Stripperin und werde nicht dafür bezahlt, rumzustehen und gut auszusehen. Dickköpfiges Mädchen. Ja. Das stimmt wohl. Können wir noch weiter mit dir sprechen? Ich hab zu tun. Die anderen Kellnerinnen können Ihnen helfen. Mal sehen. Was sagt denn das Journal? Kehren Sie zu Rita zurück. Und antworten so, ja, sorry, hat nicht funktioniert, ne? Sie hat keinen Bock, Alter. Läuft nicht. So, jetzt nochmal das Signal orten. Das kann ich angehen jetzt. Zu den oberen Märkten. Zu den oberen Bezirken. Hier geht's zu den oberen Bezirken. Jetzt latschen wir da nochmal lang. Ich schaff das schon. Ja, Rita wird sagen, oh. Treffen Sie mich an der Citadel Sicherheitsakademie, wenn Sie Fragen über Jenna haben. Reden Sie mit mir? Hauen Sie ab, ich habe Ihnen nichts getan. Verdammte Neulinge, denken Sie könnten sich alles erlauben. Okay. Das ist Chellik. Was hat er vor? Das sollten wir lieber herausfinden. Das Ganze nimmt eine andere Wendung an. Mit Chellik sprechen. Chellik hat sich in Kurses angerufen, wenn Sie Jenna helfen wollen, sollen Sie zu ihm in die C-Sicherheitsakademie kommen. So, dann gehen wir mal los in die C-Sicherheitsakademie, nicht wahr? Vorher nochmal oben in die oberen... in die oberen Bereiche. So. Zu den oberen Märkten. Zu den oberen Bezirken. So, warten Sie mal. Das muss doch jetzt der Gang sein, in dem das Signal ist. Nein, ist es nicht. Zum Präsidium. Kann doch nicht angehen. Ins Flux. Ja gut, egal. Dann gehen wir jetzt erstmal zur C-Sicherheitsakademie und dann versuche ich übers Flux nochmal rauszufinden, wo wir da genau sind bei dem anderen. Ist das doch im Präsidium? Kann natürlich sein. Habt ihr schon gescannt? Ja. Was war in der heutigen Folge los? Oh, der Fuchs ist durch die Gegend gelatscht und hat mal wieder so ein Ausrufezeichen nicht gefunden. Das Übliche, ne? Er ist wieder ein bisschen verwirrt. Ich brauche einfach so ein Schnellreisetransitsystem und dann geht es schon, ja. So, erstmal zur C-Sicherheit-Akademie. Den Weg kenne ich zum Glück. Der Weg ist mir durchaus vertraut. Hab ich dich schon gescannt? Jo. Okay, mal sehen. Der muss ja jetzt dann hier irgendwo sein. Scheint vor uns hier aufzutauchen. Kein Problem. Dum. Francis Kitt sprach über seine Pläne, Hamlet mit Elcor-Darstellern zu verwirklichen. Die Produktion wird den Elcor das dramatische Theater näher bringen, wobei sich Hamlet der Elcor-Körpersprache und Pheromone bedienen wird. Kitt sagt, dass er einem menschlichen Publikum überdies die Chance geben möchte, Hamlet anhand seiner Taten und nicht seiner Emotionen zu beurteilen. Das ist ein spannendes Projekt, sag ich mal. Ich würde es mir wahrscheinlich gönnen. So. Wo ist er denn jetzt, der Gute? Oh mein Gott, wie oft denn noch? Da, in diese Richtung.
Oh, Mädel, ist doch nicht dein Ernst. Journal. Nein, Map. So. Sherlock und Jalid. Was sollen wir denn mit Jalid sprechen? Egal, wir machen einfach beides. Wir machen einfach beides. Wieso denn nicht? Ich weiß schon gar nicht mehr, wer Jalid ist. Aber auch das finden wir wieder raus. Das ist gar kein Problem. Man muss sich einfach mal auf die Sachen einlassen, nicht wahr? So. Ach so, das war der Kollege. Ihr erinnert euch noch. Hallo. Wieder hier? Haben Sie Korban gefunden? Ja. Sie haben mich angelogen, Jalid. Gelogen? Warum sollte ich lügen? Und was ist mit den Daten über den Keeper? Er hat es Ihnen gesagt? Ich wollte nicht, dass das geschieht. Ich fürchtete, Korban würde mich wegen der Daten umbringen. Daher hoffte ich, Sie würden sich um ihn kümmern. Hoho! Wir sitzen in einem Boot. Ich werde die Keeper für Korban scannen. Aber Sie müssen aufhören zu streiten. Sie helfen uns? Das ist wirklich sehr freundlich. Wenn Korban die ganze Sache vergessen kann, kann ich das auch. Danke für die Hilfe, Commander. Ich muss jetzt gehen und die Daten analysieren. Okay, gerade eben wollte er ihn noch umbringen lassen. Jetzt ist die Welt wieder in Ordnung. Naja, Hauptsache wir haben das Problem gelöst, sag ich mal, ne? So, jetzt reden wir mit Sherlock. Ich bin Detective Sherlock. Kommen Sie mit in mein Büro. Ich würde das gerne unter vier Augen besprechen. Sehr gerne. Nichts für ungut, Commander, aber was haben Sie sich nur dabei gedacht? Wie bitte? Ich verstehe nicht. Sie hätten Jenners Deckung auffliegen lassen können. Wir haben nur Informationen gesammelt, Sherlock. Dachte ich mir. Es mag kaltherzig erscheinen, Sie dem ganzen Risiko auszusetzen, aber wir behalten Sie genau im Auge. Das war mir bewusst. Und dennoch benutzen Sie sie. Dieser Job ist nicht leicht und oft unangenehm. Ich nehme jede Hilfe, die ich kriegen kann. Aber da Sie sich solche Sorgen um Ihre Sicherheit machen, vielleicht können wir uns ja gegenseitig helfen. Scharfsinnig, Detective. Gehört zum Job. Also, helfen Sie mir nun oder nicht? Okay, was brauchen Sie? Sie brauchen sie nicht. Nee, komm, ich mach mit, ne? Okay, was brauchen Sie? Ich brauche mehr Details, dann helfe ich Ihnen. Ich bin hinter einem illegalen Waffenhersteller her. Ich will nur ein paar Produkte. Dank Jenners Informationen habe ich herausgefunden, dass es einen Verkäufer hier auf der Zitadelle gibt. Sie treffen unseren Mann, Jax mit Namen, holen die Mods und bringen sie her. Damit habe ich alles beisammen. Mhm. Warum sind Sie illegal? Warum machen Ihnen diese Mods so große Sorgen? Wir haben Zugang zu den fortschrittlichsten Waffen, die es gibt. Das verschafft uns Vorteile. Was meinen Sie passiert, wenn wir die verlieren? Diese illegalen Mods verschaffen Verbrechern einen Vorteil, den wir nicht zulassen dürfen. Verstehe. Ich rede mit Jax. Jax wird mir sagen, wo diese Mods herkommen. Nein. Wenn Sie Jax umbringen, macht das meine ganzen Nachforschungen zunichte. Okay. Wo kann ich diesen Jax finden? Jax ist in den unteren Ebenen der Märkte. Ich gebe über unsere Wege durch, dass Sie der Käufer sind. Viel Glück, Commander. Okay, man hätte das jetzt auch umgehen können, indem ich gesagt habe, Sie brauchen sie nicht. Kann ich das Commander, noch machen? Waren Sie schon bei Jax? Wo ist Jax? Sagen Sie mir noch mal, wo ich ihn finde. Jax ist in den unteren Ebenen der Märkte. Ich gebe über unsere Wege durch, dass Sie der Käufer sind. Viel machen Glück, wir so. Commander. Ja, immer gerne. Also, warte, ich muss noch mal gucken. Hup. Ich wollte noch mal schauen, ob hier noch was ist. Nein. Dann auf zu den unteren Märkten. Wie gesagt, man hätte das jetzt auch einfach nicht machen können. Wäre doch einfach sagen können, nein, wir machen das nicht. Dann hätten wir diese Mission jetzt nicht übernehmen müssen. Aber ich fand das ein bisschen lame, das jetzt einfach abzukaspern, indem wir sagen, nee, das passt schon. Hier ist ein Tracking Terminal. Cool. Haben wir den schon gescannt? Kann nicht sein. Den habe ich auch schon gescannt. Verrückt. Na gut. Dann gehen wir mal wieder zurück. Ich wollte eigentlich rennen. Ach ja, Leertaste natürlich. Natürlich, sorry. Ist natürlich die Leertaste. Dauert immer einen Moment, bis man sich wieder an diese Steuerung gewöhnt hat. Da müsst ihr nachsichtig mit mir sein. Ja. So. Okay. Dann versuche ich jetzt mal mit dem Schnellreisesystem. Ich glaube, das geht besser. Ich gucke jetzt nochmal wegen dem anderen. Signalortung. Bezirkszugangskorridor. Aus dem Bezirkszugangskorridor. Ja, mal schauen, ob wir den finden. Ja, Bezirke. Märkte Flux Koras Nest. Ja, keine Ahnung, Alter. Präsidium. Ach da, Bezirkszugang. Ja, geil. Auf geht's.
Meine Lieben, ihr habt ihn vielleicht ganz leise im Background krähen gehört, aber es ist mal wieder soweit. Der Hahn hat gekräht und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle dann leider schon wieder erstmal einen kleinen gemütlichen Break. Wenn das Ganze euch gefallen oder nicht gefallen hat, lasst es bei den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer gerne unter Video posten. Lasst gern was für einen YouTube-Algorithmus da. Und ansonsten, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns gerne im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.